Fieber zu haben macht wirklich keinen großen Spaß und erst recht nicht, wenn man mit voller Konzentration am Start sein muss. So wie die Astronautinnen und Astronauten in der Schwerelosigkeit. Jetzt sagt eine neue Studie aber, dass sie im Weltraum genau mit diesem Problem zu kämpfen haben. Sie laufen regelrecht heiß. Wie gesundheitsgefährdend das ständige Weltraumfieber wirklich ist und warum diese Erkenntnis auch einen Rückschlag für zukünftige Marsmissionen bedeuten könnte. Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, immer mal wieder gibt es ja Studien, die davor warnen, dass die Raumfahrt tatsächlich gesundheitliche Risiken für den menschlichen Organismus mit sich bringt. Einige Studien der Vergangenheit beispielsweise legten nahe, dass die Sehkraft im All beeinträchtigt werden kann, wahrscheinlich wohl ausgelöst durch die minimale Schwerkraft dort. Jetzt kommt ein neuer Punkt dazu, Weltraumfieber. Eigentlich ja erst einmal seltsam, im All ist es ja alles andere als warm. Umso wärmer dafür aber die Körper der Astronautinnen und Astronauten. Das sagt jetzt eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht worden ist. Beteiligt waren unter anderem auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Charité in Berlin. Ihr Ergebnis ganz konkret: Die Körpertemperatur von Astronautinnen und Astronauten liegt im Ruhezustand rund 1 Grad über dem Normalwert, der hier auf der Erde gilt. Der irdische Wert liegt bei 37 Grad. Dieses Ergebnis stammt von Messungen an 11 Astronautinnen und Astronauten, die jeweils 6 Monate auf der ISS verbracht haben. Die dafür verwendeten Stirnsensoren messen die sogenannte Kerntemperatur, also die Temperatur, die die inneren Organe und das Gehirn haben. Doch die Temperatur der Probandinnen und Probanden stieg nicht automatisch an, als sie den Weltraum erreicht hatten, sondern nach Angaben der neuen Studie im Laufe der Zeit. Konkret wurden die Körper etwa 2,5 Monate lang immer wärmer. Dann etwa pendelte sich die Temperatur bei rund 38 Grad ein. Und das könnte fatale Folgen haben, sagt das Forschungsteam, dazu später mehr, denn es kommt noch krasser. Die Messungen zeigen, dass die Körpertemperatur der Astronautinnen und Astronauten sogar oft auf mehr als 40 Grad ansteigt. Also das ist ziemlich gefährlich. Schon hier auf der Erde sollte man es möglichst vermeiden, seine Körpertemperatur bei schwerer Arbeit nicht ständig über 38 Grad steigen zu lassen. Doch die Probanden knacken regelmäßig die 40 Grad und zwar dann, wenn sie trainieren. Das Problem dabei: Sport gehört zum Alltag im Weltraum, denn bei langen Aufenthalten muss das Team trainiert und fit bleiben. Laut Studie passt das mit Erzählungen von Astronautinnen und Astronauten überein, die immer wieder mal von Unwohlsein und Hitzestress berichteten. Ja, vor allen Dingen beim Training. Ja, und das bedeutet, abgesehen davon, dass die eigene Gesundheit ziemlich angegriffen wird, ja, ist man weder körperlich noch geistig zurechnungsfähig, jedenfalls nicht komplett. Man trifft vielleicht andere Entscheidungen, als man es mit einem klaren Kopf tun würde. Eine echte Gefahr für die Mission. Also die neue Studie geht davon aus, dass dieses ständige Weltraumfieber von den Umständen dort herbeigeführt wird. Der Körper kann in der Schwerelosigkeit nur schwer seine überschüssige Hitze loswerden. Und selbst wenn der Schweiß, der verdampft weniger als auf der Erde und somit wird die Hitze schlechter abtransportiert. Und genau das ist auch die Erklärung dafür, warum der menschliche Organismus beim Sport, also wo besonders viel Schweiß entsteht, im Weltraum so schnell überhitzt. Weltraumflüge, die sich über einen langen Zeitraum erstrecken, wie zum Beispiel Richtung Mars, könnten dadurch deutlich erschwert werden. Dazu heißt es in der Studie: Dieses Weltraumfieber hat potenzielle Auswirkungen auf langfristige Weltraumflüge in Bezug auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und auch auf körperliche und kognitive Leistungen. Ja, das wäre starker Tobak. Lange Missionen wie eben die zum Mars würden damit in Frage gestellt. Ja, wir sehen mal weiter, was sich da ergibt bei diesen Untersuchungen. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken. 1000 Raketen zum Mars. Ja, ansonsten bis dann. Bleibt dran.